Einen wunderschönen guten Tag, liebe Greifswalder Bürger. Hier ist Ihr freundliches Mitglied der Greifswalder Bürgerschaft TK aus HGW, auch Thomas Kerl genannt, so heißt er auch. Liebe Greifswalder, Sie wundern sich vielleicht, dass ich mich derzeit etwas zurückgehalten habe zu den Vorkommnissen der Sondersitzung der Bürgerschaft in Greifswald vom vergangenen Mittwoch. Ich glaube, die Klärung der Umstände während und nach der Bürgerschaftssitzung vom vergangenen Mittwoch sollte der Staatsanwaltschaft obliegen. Ich war bei dem Vorfall um Peter Gumoll im Rathaus, nicht auf der Rathaustreppe. Ich möchte mich an keinen Diskussionen beteiligen, die vielleicht irreführend sind. Deshalb warten wir mal ab, was dort entschieden wird. Aber ich glaube, dass ich eine viel, viel wichtigere Botschaft für alle interessierten Bürger der Stadt Greifswald habe. Hier geht es in einem Fall um Oberbürgermeister Fassbinder und in einem anderen schwer verwerflichen Fall geht es um einen Abgeordneten von Bündnis 90 Die Grünen, namentlich, und das hübsche Gesicht blende ich Ihnen hier mal ein, Christoph Oberst. Mit dem möchte ich beginnen. Christoph Oberst ist jemand, der sehr gerne als Demokrat auftritt, der sehr gerne sein Demokratieverständnis per excellence in den Vordergrund stellt. Da verwundert es mich, dass ich in der letzten Woche ein Treffen mit einer Unternehmerin aus Greifswald hatte, die das völlig ab absurdum legt. Herr Oberst hat ähnlich wie dem Nazi-Regime in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts einen Mutterkonzern eines Greifswalder Unternehmens angeschrieben und um Konsequenzen gebeten, weil dieses Unternehmen sich ganz klar für das Bürgerbegehren 2023 ausgesprochen hat, also keine Bauten von Containerdörfern auf städtischen Grundstücken. Er bezweckte damit, das ist meine persönliche Auffassung, die Existenzvernichtung dieses Unternehmens und auch die Existenzvernichtung der vielen Mitarbeiter dieses Unternehmens. Warum hat Herr Oberst denn eigentlich nicht das Gespräch vor Ort gesucht? Das bleibt die Frage. Nein, er schrieb die Bayerischen Motorenwerke in München an und hat in noch nie dagewesener Art und Weise, ähnlich dem Nazi-Regime aus den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, versucht, Menschen, die politisch anders denken, zu vernichten. Das ist die ganz klare Botschaft. Und dieser Mann sitzt zusammen mit einigen anderen Protagonisten der Bündnisgrünen in der Bürgerschaft in Greifswald. Liebe Unternehmer, ich will Ihnen keine Angst einjagen, aber ich glaube, es wäre jetzt mal an der Zeit, irgendwann in Greifswald, das muss nicht ich organisieren, ich würde mich viel mehr freuen, wenn Unternehmen jetzt aufwachen und sagen, bis hier und keinen Schritt weiter, wir treffen uns dann und dann auf dem Marktplatz in Greifswald für Demokratie, für erfolgreiche Wirtschaftsunternehmungen in und um Greifswald herum und gegen krankhafte Ideologien. Das überlasse ich Ihnen. Vielleicht sind Sie ja in der Lage, sich jetzt mal zusammenzuschließen und diesen Treiben in Greifswald ein Ende zu setzen. Dazu kommt die Tatsache, dass Oberbürgermeister Fassbinder, ein Bürgerschaftsmitglied, wie soll es anders sein, mich denunziert, diffamiert und beleidigt hat. Mir ist in der letzten Woche eine Tonspur zur Verfügung gestellt worden, anonym per Brief, die ich erst einmal verarbeiten muss, denn ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel Hass und so viel Hetze gegen meine Person erlebt, wie es hier der Oberbürgermeister an den Tag gelegt hat. Also ich bin ein böser Rechtsextremist, ich bin aus der AfD rausgeflogen, weil ich denen viel zu rechts war. Ich würde Leute aufwiegeln. Nein, das tue ich natürlich nicht. Und nein, ich bin nicht aus der AfD rausgeflogen, weil ich denen zu rechts war. Und ich bin auch kein Rechtsextremist, das kann ich auch beweisen. Hier geht es einfach darum, einen politisch anders Denkenden genauso zu vernichten. Und Gott sei Dank
hat das schnell die Runde gemacht in Bürgerkreisen, sodass sich weitere Zeugen gefunden haben, die das vor Gericht bestätigen werden. Ich werde persönlich Unterlassungserklärung ergehen lassen. Ich werde eine Strafanzeige stellen lassen und ich werde auch eine Dienstaufsichtsbeschwerde erstellen lassen, denn noch hat sich auch ein Weltbürgermeister an politische Gepflogenheiten zu halten. Und Sie sehen, liebe Greifswalder Bürger, es geht immer nur um die Ideologie. Es geht niemals um die Einwohner in Greifswald und niemals um die Interessen der Greifswalder Bürgerinnen und Bürger. Mein politisches Interesse besteht darin, in Zukunft solche Meldungen zu verhindern, dass wir in Greifswald nicht irgendwann mal die Bild-Zeitung haben, die über ähnlichen Blödsinn, beziehungsweise gar nicht mal Blödsinn, sondern Gefährdungslagen mitten in Deutschland berichten. Vielleicht ja dann auch in Greifswald sind die Clans los. Wenn wir jetzt nicht aufpassen, wenn wir nicht eine politische Veränderung herbeiführen, spätestens am 9. Juni durch eine Zweidrittelmehrheit der Greifswalder Bürgerschaft in konservativen Händen, dann werden wir in Zukunft wahrscheinlich mit Lastenrädern oder mit Pferd und Wagen durch die Innenstadt fahren müssen. Nicht, weil es die Grünen so wollen, sondern weil es die Straßen in Greifswald gar nicht mehr hergeben. Schluss mit Populismus. Ich möchte, dass Herr Fassbinder seine Koffer packt. Mein Bollerwagen steht bereit, um seine Habseligkeiten aus dem Roten Rathaus wegzuholen. Herr Oberst sollte mit dieser ganzen Nummer sowieso Geschichte sein. Da will ich mich gar nicht weiter zu äußern. Ich werde in der nächsten Bürgerschaft dazu noch mal eine Frage stellen. Das habe ich ja bereits mehrfach getan. Des Weiteren möchte ich Sie an den 10. März erinnern. Da kommt ja Peter Hane nach Greifswald. Einlass 14 Uhr, Beginn 15 Uhr. Es wird so um die 500 Sitzplätze geben, also immer Gemach. Schreibt mir gerne eine Mail an meine Chefin der Freien Presse MV, ak@thomas-kerl.de, wenn Sie Fragen oder eine Platzreservierung vornehmen wollen. Ich persönlich bin entsetzt über Bündnis 90 Die Grünen. Ich persönlich bin entsetzt über das Tun von Oberbürgermeister Fassbinder. Ich persönlich bin zutiefst entsetzt über Herrn Oberst und seine Machenschaften, ähnlich dem Naziregime, kauft nicht bei Juden aus den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Deshalb verbleibe ich weiterhin trotzdem mit freundlichen Grüßen. Ihr TK aus HGW. Besuchen Sie gerne meinen YouTube-Kanal, selber Titel. Wir bleiben Ihnen treu und wir werden weiter die ganze Hand in die Wunde legen. Beste Grüße von der Freien Presse MV.